Weiter geht's mit Teil 2. Also, wir wollen herausfinden, wie lang unser Geschoss überhaupt erstmal in der Luft sein wird. Und ich hatte ja schon verraten, dass wir das ziemlich gut mit der Geschwindigkeit hinkriegen, mit der wir nur in Y-Richtung unterwegs sind. Also dem Teil von der Gesamtgeschwindigkeit, der nur auf die Bewegung von unten nach oben und von oben nach unten geht. Und das können wir eigentlich mit ganz normalem logischen Denken schon ziemlich gut lösen, denke ich. Ich komme noch mal ein bisschen runter. Ich nehme mal blau. Für blau wie die Luft. Wir können uns ja vorstellen, wenn jetzt irgendwas, sagen wir mal, irgendwas fliegt mit 10 Metern pro Sekunde nach oben. Und wir wissen, dass die Fallbeschleunigung, also G, das soll ein G sein, G bremst unsere Bewegung ja ab, bremst ab mit, ups, mit 10 Metern pro Sekunde, oder halt 10 Meter pro Quadratsekunde. Das heißt, ich habe es dir nochmal extra so hingeschrieben, weil ich finde einfach, das ist eine wesentlich intuitivere Weise, um darüber nachzudenken. Das heißt ja, dass wir jede Sekunde 10 Meter pro Sekunde langsamer werden. Und wenn wir mit 10 Metern pro Sekunde angefangen haben, wie lange sind wir dann unterwegs, bis wir ganz oben angekommen sind, also bis wir auf 0 Meter pro Sekunde sind? Das ist genau eine Sekunde, genau. Weil nach einer Sekunde sind wir ja schon 10 Meter pro Sekunde langsamer, sind also genau bei 0 angekommen. Das heißt ja, dass wenn wir eine Geschwindigkeit von 0 haben, sind wir ja genau auf dem höchsten Punkt angekommen. Wenn das die Bewegung ist, dann ist hier oben ja der höchste Punkt. Oder um es vielleicht besser zu zeigen, wenn du halt wirklich nur gerade hochwirfst, dann fliegst du ja einmal irgendwie hoch, bist irgendwann an dem höchsten Punkt angekommen, bist ganz kurz stationär und dann fällst du ja wieder runter und zwar genau mit der gleichen Geschwindigkeit. Das heißt ja, dass wir jetzt wissen, wie lange wir brauchen, um bis nach ganz oben zu kommen. Und wir gehen ja davon aus, dass dass der Luftwiderstand vernachlässigbar ist. Das bedeutet ja, dass unsere Bewegung nach unten genauso lang sein müsste. Also wie gesagt, wir fliegen hoch, sind kurz stationär und dann fallen wir wieder runter. Und die Bewegung muss ja genau gleich lang sein und auch in dem Fall natürlich mit genau der gleichen Geschwindigkeit sein, da wir ja keinen Luftwiderstand haben. Das heißt, das hier oben war ja unsere Geschwindigkeit. Also wenn wir jetzt einfach die Geschwindigkeit nehmen und die durch die Fallbeschleunigung teilen, das haben wir eben gerade auch gemacht, 10 Meter pro Sekunde durch 10 Meter pro Quadratsekunde geteilt und das Ganze mal 2 nehmen, das ist genau die Zeit, bis wir einmal oben sind. Und wenn wir das mal 2 nehmen, dann wissen wir auch, wie lange wir uns in der Luft aufhalten werden. Das ist genau das gleiche wie die Zeit, ich mache mal ein kleines L dran, für Luft, die Zeit, die wir in der Luft verbringen werden. Und wenn wir das wissen, können wir uns ja noch überlegen, was ist denn V und was ist G? Wie gesagt, G ist ja in die vertikale Richtung immer die Fallbeschleunigung, aber V würde ich behaupten, das kennen wir ja schon. Wir behandeln ja jetzt hier gerade wirklich nur die Vertikale, also die Richtung von unten nach oben und von oben nach unten. Das heißt, wir hatten uns ja schon ausgerechnet, dass dieses VY genauso groß ist wie unsere Anfangsgeschwindigkeit mal dem Sinus von Alpha. Also würde ich vorschlagen, setzen wir das doch hier unten ein, weil wir wollen ja nur Formeln haben, bei denen wir wirklich alle Komponenten kennen. Das heißt, oder ich scroll mal lieber, na doch, wir haben es ja hier auch nochmal stehen. Also ich unterstreiche es dir nochmal. Hier haben wir nochmal VY stehen. Also wissen wir, dass die Zeit in der Luft, die Zeit, die das Geschoss in der Luft verbringen wird, ist exakt 2 mal unserer Beschleunigung. Unsere Beschleunigung ist unsere Anfangsgeschwindigkeit und die haben wir ja gegeben. Deswegen setzen wir das ja alles ein jetzt hier. Mal dem Sinus von Alpha. Mal dem Sinus von Alpha. Und das Ganze müssen wir noch durch G teilen. Also ich nehme mal für G noch eine andere Farbe. Mach mal G mal rot. Unser G ist jetzt ab sofort rot, weil er uns ja mal abbremst. Also das Ganze teilen wir nochmal durch G. So, und das trifft für jede unserer Bewegungen immer zu, wenn wir halt keinen Luftwiderstand haben. Das heißt, wenn du am Anfang mit einer Geschwindigkeit von, ich weiß nicht, von 100 Metern pro Sekunde geworfen hast, was natürlich enorm schnell ist. Und du wirfst in einem Winkel von 30 Grad zum Beispiel. Dann ist der Sinus von 30 Grad ist ein halb. Dann hast du also hier ein halb mal 50, mal 100 sind 50, mal 2 hast du wieder 100, also 100 durch ungefähr 10. Dann wärst du ungefähr 10 Sekunden in der Luft. Und wie gesagt, das trifft für alle zu. Und im nächsten Video gehen wir dann noch einen Schritt weiter, um der Lösung, und zwar einer Funktion, die in Abhängigkeit von dem Anfangswinkel, in Abhängigkeit von dem Anfangswinkel und in Abhängigkeit von der Anfangsgeschwindigkeit wollen wir ausdrücken,
wo wir hier hinten landen. Und dafür brauchten wir unbedingt die Angabe der Zeit.